The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist nun seit gut 2 Monaten verfügbar und Speedrunner zerstören dieses Spiel schon auf allen Ebenen. Nachdem ich gestern meinen persönlichen Playthrough von Tears of the Kingdom beendet habe, bin ich nun auch bereit, mir den Speedrun dazu anzugucken und das mache ich komplett ohne Vorwissen. Ich werde also gemeinsam mit euch versuchen, alle Tricks so gut wie möglich zu verstehen und euch zu erklären, aber ich kann euch schon spoilern, das habe ich nicht bei allen Tricks geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner Reaction und man kann wirklich noch viel von Tears of the Kingdom lernen. Es ist Reaction Saturday, es ist Reaction Saturday, es ist Reaction Saturday, was schauen wir uns heute an? So, dann wollen wir uns doch mal anschauen, Freunde, was das hier für ein Speedrun wird. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich nochmal an der Stelle. Schön, dass ihr wieder hier seid zu einer neuen Reaction vom Tears of the Kingdom Speedrun in knapp 45 Minuten. Da sind aber einige Cutscenes, glaube ich, dabei, die man nicht skippen kann. Also das Ganze wird ein bisschen kürzer und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, ob wir irgendwas verstehen. Und ich versuche euch so viel zu erklären, wie ich verstehe, denn vielleicht kann man sich auch noch einiges aus Breath of the Wild mit rübernehmen. Nachdem ich gestern mein Playthrough abgeschlossen habe, freue ich mich jetzt sehr darauf zu gucken, wie das Ganze aussieht, weil ich habe keine Ahnung. Ich sehe das jetzt legit zum ersten Mal. Ich habe mich nie damit beschäftigt, wie Tears of the Kingdom Speedrunning funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet und wir starten einfach instant mit einem Trick hier rein. Okay, er klettert hier an diesen Stalagmit, sucht jetzt hier irgendwie einen Weg durch und glitscht dich durch die Decke. Alles klar. Freunde, wir haben einiges zu klären. Also, das erste, was mir aufgefallen ist, ist vermutlich meine Frisur. Also, ich habe meine Haare auf 8 mm gekürzt. Warum, fragt euch jetzt? Weil ich Bock hatte. Also es gab keinen Grund. Ich hätte das jetzt auch nicht für Geld im Stream gemacht oder als Bestrafung in dem Video. Ich wollte es einfach für den Sommer ausprobieren. Ich hatte das schon seit Wochen im Kopf und ja, jetzt bin ich kahl geschoren und ich liebe es. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Und zweitens ist natürlich die Frage, die ihr im Kopf habt, habe ich meinen Kaffee? Natürlich, Freunde, habe ich meinen Reaction-Kaffee. Als ob ich auf einen Speedrun reagieren könnte, ohne dabei ein Käffchen zu trinken. So, und da vorne ist jetzt auch schon der Finalraum. Der muss sich jetzt hier einfach wirklich out of bounds komplett durchglitschen. Und da er noch keinen Gleiter hat, nutzt er jetzt hier einen Sprungattacken-Glitch. Okay, um zu schweben. Und ich glaube, dass wir jetzt schon hier durchskippen können. Genau, weil sich die Intro-Sequenz nämlich nicht überspringen lässt. Die muss man sich dann immer wieder angucken. Das hat ja fast schon Super Mario Sunshine-Vibes. Für alle, die es nicht wissen, ne? Super Mario Sunshine ist ein Spiel, das hat ein 7-minütiges Intro, bevor man den nächsten Run starten kann. Deshalb haben tatsächlich Runner sich darauf geeinigt, dass sie eine gemoddete Version von Sunshine Run, in der man das Intro skippen kann, damit man sich diese 7 Minuten pro Reset sparen kann. Hier ist es natürlich ein Glitch am Anfang dabei, aber die Intro-Sequenz dauert auch gute 4,5 Minuten. Also würde mich nicht wundern, wenn wir in Zukunft hier von vielleicht noch abgekürzte Speedruns sehen, beziehungsweise wenn nicht, jetzt muss ich hier kurz Pause machen, weil gleich was passiert, glaube ich, wenn nicht, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass Tears of the Kingdom vielleicht nicht so viel gerunnt wird. Weil kein Runner hat irgendwann Bock, nach jedem Reset 4,5 Minuten zu warten, bis der nächste Run beginnt. Ich bin gespannt, ob sie da noch irgendetwas einführen, dass das ein bisschen schneller geht. So, er positioniert sich jetzt hier an einer ganz gewissen Stelle und springt hier auf die Wand hoch und versucht deshalb und damit genau hier hochzukommen. Okay. Aber warum tut er das? Will er dann gleich den Schrein hier oben aktivieren? Aber ich glaube, der ist doch noch gar nicht aktiv, oder? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil hier ist dann diese Batterieaufladestation. Nee, der Schrein scheint ihn an der Stelle gar nicht zu interessieren. Ich wusste, dass man da hochkommt. Ich habe nämlich mal eine TOTK-Clip-Compilation gemacht. Da hat es jemand geschafft, ohne das Zeitmodul über diese drehenden Räder zu kommen. Aber das ist ja noch deutlich interessanter. Okay, und jetzt klettert er hier hoch. Wahrscheinlich um sich die Truhe dort oben zu holen. Weil da ist, glaube ich, eine Truhe. Wenn mich nicht sogar alles täuscht mit Sonorbauteilen. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Oder er will jetzt hinten die Insel runterspringen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Nee, okay, okay, okay. Er holt sich die 3 Gleiter. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass die noch im Laufe des Playthroughs sehr, sehr wichtig für ihn werden. So, und jetzt hüpft er hier runter, um wahrscheinlich die Intro-Sequenz zu triggern. Genau, weil wenn man von der Startinsel runterspringt, das habe ich auch schon über meine TOTK-Clips gesehen, dann startet immer diese Intro-Sequenz, vollkommen egal, wo man springt, ne? Er sollte auch eigentlich da vorne in diesem Wasserbecken landen, aber ich glaube, da hat er jetzt nicht so viel Lust zu. Okay, ist in Ordnung, akzeptiert. Okay, er macht direkt eine Sprungattacke.
um, aha, hier auf dieser Seerose zu landen, ne? Dass er sich wahrscheinlich die Zeit spart, wenn er ins Wasser eintaucht. Sehr, sehr, sehr smart. Okay, ich habe verstanden, ne? So, und jetzt ist halt wirklich die große Frage. Macht er alle drei Schreine oder kommt er irgendwie früher von der Insel runter? Das ist jetzt die große Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Schreine irgendwie zu skippen und die Fähigkeiten der Ultrahand oder allgemein die Fähigkeiten seiner Hand irgendwie früher zu kriegen? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nur, dass das ganze Ding gut 45 Minuten geht. Wir schauen uns hier gerade den Drittplatzierten an. Wir schauen uns den Speedrun von Sly Zorua an, weil der ist nämlich nicht kommentiert. Platz 2 und Platz 1, ich glaube Platz 1 ist aktuell Player 5, ich glaube so heißt der, die sind leider sehr viel kommentiert. Und da dachte ich, für eine Reaction ist das besser. Die trennen ungefähr eine knappe Minute. Also, es ist ein bisschen langsamer, aber ich vermute sehr, sehr stark, dass hier die gleiche Route verwendet wird. So, und noch ganz wichtig, ihr seht es gerade, Freunde, er dupliziert gerade seine Gleiter. Und das ist möglich, ich habe da sogar ein eigenes Video schon zu gemacht, durch einen Duplizierungsglitch, der in der Version 1.0 enthalten ist, ne, wo noch keine Patches installiert wurden. Und das ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass dieser Run hier auf eine 1.0-Version geht. Also, manche Tricks, die er hier macht, werden in der Version, die ihr auf eurer Konsole oder ich auf meiner Konsole habe, nicht mehr funktionieren. Na, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt landet er hier perfekt vor der Tür und jetzt hat er noch einen Gleiter hinter sich platziert. Aus welchem Grund hat er das getan? Okay, er steht jetzt direkt auf dem Gleiter, den er hinter sich platziert hat? Kann er jetzt irgendwie gleich wieder losfliegen oder so? So, nee. Jetzt fällt er runter. Warum fällt er runter? Was genau bezweckt er damit? Ach so! Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Er hat den Gleiter platziert, damit er zu jedem Zeitpunkt, wo er vor dem Tempel der Zeit steht, auf einem Gleiter steht und nicht auf dem Boden. Und weil die Gleiter nicht als fester Boden gelten, ne, und er im Anschluss runtergefallen ist, setzt das Spiel ihn an den Punkt zurück, wo er das letzte Mal den Boden berührt hat. Und das war noch da ganz oben, wo er das Pura-Pad erhalten hat. Ah, und dadurch schafft er es quasi jetzt hier sozusagen den Reset-Punkt da ganz oben zu erhalten. Ich verstehe. Ich verstehe. Ultra smart. Wirklich ultra smart. Richtig geil. So, er läuft jetzt hier einfach nur durch die Höhle und sammelt hier seine Donnerblumen ein. Also er braucht wohl einiges an Donnerblumen, entweder um Steine zu sprengen oder vielleicht auch um die mit seinem Schild zu fusen, dass er sich so ein Trampolin draus machen kann. Das habe ich ja sogar in dem YouTube-Short mit den coolsten Craftings, glaube ich, mal gezeigt. Er hat jetzt hier auch ein Flammenschild. Ich weiß gar nicht, ob der das braucht. Ob der sich damit wärmt, weil ihm ist ja hier sehr kalt. Er hat auch nur noch ein Herz. Aber ich glaube, hier oben müsste jetzt dann gleich... Ja, genau. Hier müsste der Schrein sein. Oh mein Gott, er hat nur noch ein halbes Herz. Man kommt hier wirklich auf das letzte Herz passend genau bei diesem Schrein an. Wow. So, hier drin labert jetzt Rauru mit ihm. Das können wir wirklich gekonnt skippen. Das ist... Also, der Speedrun hat sehr, sehr viele nicht skippbare Passagen. Ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer wirklich recht frustrierend zu runnen ist. Also ich glaube, da war Breath of the Wild insgesamt entspannter. Gerade auch, weil man da die meisten Cutscenes, glaube ich, tatsächlich umlaufen konnte. Da bin ich gespannt, ob die Speedrun-Community da noch irgendwas dran macht. Weil natürlich, je optimierter ein Speedrun ist und je schwerer es ist, einen neuen Rekord oder eine neue persönliche Bestzeit zu laufen, desto häufiger resettet man und desto häufiger sieht man noch immer diese nicht skippbaren Sequenzen am Anfang. Also in diesen ersten 14 Minuten, wo wir zum Run sind, waren safe 6 bis 7 Minuten nicht skippbare Cutscenes. Das ist, glaube ich, ziemlich frustrierend, wenn man dieses Game auf Dauer runnen will. Mal sehen, was dann in Zukunft noch passiert. Gar noch, wenn vielleicht noch DLCs erscheinen und so weiter. Ob sie dann vielleicht irgendwann nochmal die Version wechseln. Aber er hat jetzt hier ganz normal mit dem Deckensprung den Schrein gemacht. Also da war jetzt kein krasser Glitch oder so dabei. Ich bin eh gespannt, ob der Deckensprung zum Einsatz kommt. Weil auf der einen Seite frage ich mich so, wozu brauchst du ihn? Weil meistens versuchst du ja eh out of bounds zu klippen. Auf der anderen Seite ist das echt irgendwie so ein Feature, bei dem man sich denkt, boah, damit müsste doch so viel verrückter Stuff möglich sein. Aber da bin ich sehr gespannt, ob der Deckensprung noch irgendwie zum Einsatz kommt. Auch hier draußen redet noch Rauru mit ihm. Oh mein Gott, wie viele unskippable Cutscenes hier sind. Und was? Okay, man darf Amiibos nutzen? Holy shit. Okay, er nimmt sich hier zweimal Sporthonig mit. Okay. Okay, in dem Run sind Amiibos erlaubt. Das ist aber krass.
Heißt das, wenn ich Tears of the Kingdom runnen will, muss ich mir eine Amiibo kaufen? Oder wird das dann vielleicht auch in unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt? Also quasi Tears of the Kingdom Any% mit Amiibo und Tears of the Kingdom Any% ohne Amiibo. Das ist ja krass, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass in so einem Run Amiibos erlaubt sind, aber er macht es zumindest und es scheint nicht verboten zu sein, weil der Run ist offiziell auf dem Leaderboard eingetragen, also er wurde von der Community abgenommen. Super spannend. Wow. Okay. Hier hat jetzt die Kamera so krass über sich platziert. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht einfach nur Zufall war, aber gerade in früheren Spielen machen Speedrunner das häufig, dass sie die Kamera so platzieren, dass möglichst wenig auf dem Bild zu sehen ist, weil dann das Spiel nicht so viel laden muss. Das war früher vor allem an die technischen Hardware-Limitationen gebunden, gerade von der N64 und allem drum und dran. Oh, jetzt hat er sich selber gesprengt. Holy shit, okay. Ich weiß nicht, ob das geplant war. Aber wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, weil Tears of the Kingdom bringt, glaube ich, die Switch schon massiv an ihre Limits, kann ich mir gut vorstellen. Und dann vielleicht mit dem einen oder anderen klugen Kameramovement, jetzt dupliziert er auch seinen Rhodonit, den er mitgenommen hat. Er hat nur einen Rhodonit mitgenommen aus diesem Erz, ne? Nichts anderes. Wie gesagt, vielleicht kann er dadurch ein bisschen Lag verhindern und dadurch einfach Zeit sparen. Das wäre jetzt eine Vermutung. Aber es kann auch einfach nur Zufall gewesen sein, dass er die Kamera an der Stelle über sich platziert hat. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach eine Mutmaßung. Ich sehe gerade zum ersten Mal diesen Run und versuche den irgendwie mit euch zu verstehen. So, jetzt hat er hier den Rhodonit geworfen, hat damit die Gegner automatisch gekillt und auch seine Feuerstille instant angezündet. Und da kocht er jetzt, glaube ich, 5 Spurthonig, genau, um zweimal ein 5-Minuten-Essen zu bekommen, welches seine Geschwindigkeit erhöht. Das ist so krass. Das müsst ihr euch wirklich, und das muss ich auch mir merken, für die ganz normalen Playthroughs. Also einfach 5 Spurthonig kochen, gibt euch 5 Minuten Ultraspeed. Ne? Und die Geschwindigkeit, die er jetzt hat, das ist kein Bug oder Glitch oder so. Das kann jeder von uns erreichen. Das ist super, super krass. Das sind einfach Dinge, die ich auch in Breath of the Wild viel zu spät rausgefunden habe, die aber gerade in dem 100% Playthrough, wenn du einfach viel durch den Untergrund laufen musst oder Crocs sammeln musst oder, die dir einfach massiv viel Zeit sparen. So, Freunde, zweiter Schrein, der Fuse-Schrein. Da hat er jetzt den großen Zweihänder bekommen und packt jetzt das hier drauf. So, und warum genau macht er das jetzt hier? So, jetzt macht er hier, okay, die Bombe auf sein Schild, dupliziert nochmal hier seine Items. Alles klar, seine Rhodonite und seine Bomben dupliziert er jetzt hier. Super spannend, aber weshalb? Ich meine, er braucht sie wahrscheinlich einfach noch im zukünftigen Run. Da liegt jetzt der Bogen und er nimmt die Pfeile mit. So, und packt jetzt schießt mit einem Bombenpfeil da oben drauf und sorgt dafür, dass die Truhe direkt bei ihm landet. LOL! Geil! Oh mein Gott, das sind so Kleinigkeiten, die einfach so gut sind. Und da hat er jetzt sogar extra eine Bombe liegen lassen, dass er die jetzt direkt auf sein Schild oben drauf fusen kann. Hä, das ist so smart. Das ist so unglaublich smart. So, jetzt bombt er sich da hoch. Wahrscheinlich, um sich Zeit zu sparen, vermute ich. Ey, das ist ja mal so gut. Holy fucking shit. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind jetzt gar keine krassen Tricks, die keiner von uns hinbekommen würde. Es ist einfach nur so, if you know it mäßig, ne? Einfach, wenn du die Info hast, ist sie ganz leicht umzusetzen. Aber die Kunst ist es, all diese Infos zu haben, um so seinen privaten Playthrough einfach so ein bisschen zu beschleunigen. Voll gut. So, jetzt fehlt, glaube ich, einfach nur noch der Ultra-Handschrein, oder? Ja, ich glaube schon. So, jetzt bounce er sich hier nach oben, zündet sich in der Luft den Gleiter. Das frage ich mich auch. Das sieht jetzt hier super einfach aus, ne? Wie er hier einfach immer in der Luft seinen Gleiter zündet und dann quasi perfekt darauf landen kann. Auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass das irgendwie so sehr präzise mit Timing und dem ganzen Stuff zu tun hat. Gerade weil er jetzt noch keinen Gleiter hat. Aber auch das wäre sehr, sehr spannend, so für sich selber privat herauszufinden, ne? Ob das jetzt etwas ist, was einen sozusagen, wie sage ich das, ob das jetzt super schwer ist oder ob das wirklich auch wieder eigentlich voll einfach zu machen ist, so dass man eigentlich mit einer Bombe und einem Gleiter sich quasi von überall ein Flugzeug starten lassen kann. Absolut der Wahnsinn, auch wie er jetzt hier mit diesen ganzen Bombensprüngen sich diese ganzen Kletterpartien spart. Das ist so stark, ne, da wieder, aber in der Aufwärtsbewegung zündet er denn noch, dass er quasi über den Gleiter drüber fliegt. Also ich glaube, wenn man in der Aufwärtsbewegung den Gleiter spawnt, dann sollte das eigentlich, vermute ich, für jeden machbar sein. So, jetzt hat er hier tatsächlich seine letzte Bombe genommen. Braucht er im gesamten Run jetzt keine Donnerblume mehr? So, ist das jetzt sein letzter Sprung, den wir jetzt hier sehen?
Super spannend. Und ja, da ist der letzte Schrein. Das ergibt auch Sinn, dass er den als letztes macht. Jetzt hat er sogar den Gleiter an sein Shield gefused. Damit erhält man, glaube ich, einen höheren Schildsprung. Das habe ich auch in einem Short gezeigt. Genau, dann ja, vermute ich, dass er jetzt keinen Bombensprung mehr mit dem Schild braucht, ne? Da kann er... Oh mein Gott, das schafft man sogar ohne Sprung. Das macht er vielleicht mit Gleitersprung, genau, weil er jetzt diesen erhöhten Sprung hat. Sehr präzise, aber geil. Also ich glaube wirklich, wenn man nicht kämpft, sollte man immer ein Schild mit Gleiter auf seinem Rücken haben, wenn man da so viel schafft. Und jetzt springt er wahrscheinlich oben drauf, ne? Ja, geil. Auch super präzise, sollte jeder von uns schaffen. Man muss halt einfach nur wissen, dass es funktioniert. So schnell kann hier dieser Ultra an den Schrein gehen. Ja, krasser Scheiß. So, jetzt erzählt ihm Rauru wieder was. Bro, hier sind so viele unskippable Cutscenes drin. Ich dreh hohl. Ich dreh komplett hohl. So, und jetzt fliegt ihr rüber zum Tempel der Zeit. Mega. Also bisher wirklich ein Run, bei dem ich so sagen würde... Das kriegt man noch irgendwo selber hin. Also sehr vieles davon kann man wirklich für sich selber lernen. Hier ist jetzt kaum etwas dabei, außer vielleicht der ein oder andere Out-of-Bounds-Clip, der so richtig technisch schwierig ist, den man jetzt einfach nicht hinbekommt. Aber sehr, sehr viel spannende kleine Side-Facts, die man hier über dieses Spiel herausfindet. So, jetzt betritt er den Tempel der Zeit. Genau, erhält dann hier die Zeit-Zurückdrehfähigkeit. Und... muss jetzt dann vorne durch die große Tür gehen, aber da fehlt ihm ja dann, glaube ich, der Herzcontainer und dann dürfte der letzte Schrein kommen. Die Frage ist nur, wie manövriert er sich jetzt hier durch die Zahnräder? Das würde mich jetzt auch sehr interessieren, weil er das, ja, weil er das Leiterschild hat, kann er direkt da hoch, dann klettert er da drauf und dann kommt er hier durch. Wow. Ja, das ist super machbar. Jeder von uns kann das. Jeder von uns kann das. Ja, krasser Scheiß. So, jetzt erhält er den Teleportpunkt für den neuen Schrein von Rauru da hinten, dass er sich hier zurück in den Schrein des Lebens teleportiert. So. Und jetzt kann man da durch die Decke. Auch das, Freunde, das untermalt genau das, was ich die ganze Zeit sage. Das ist kein Hexenwerk. Du musst nur wissen, dass es da ist. Und dann kannst du dir diese ganzen Zahnräder per Zeit zurückdrehen, Ding, alles sparen. Da geht einfach ein simpler Decken... Bro, das ist so cool. So, und jetzt ist er hier im Zeit-Zurückdrehschrein. Aber der sollte jetzt, glaube ich, auch kein Stress sein. Also allgemein in den Schreinen selber hat er jetzt eigentlich nie wirklich krasse Skips gehabt. Also die Schreine scheinen wirklich, zumindest die Startschreine, sehr, sehr schlecht cheesbar zu sein. Aber ich glaube, da hat Nintendo auch großen Wert drauf gelegt. Lol, das kann man mit der Ultrahand zurückdrehen. Ich habe das mit dem Zeitmodul gemacht. Dabei geht das einfach mit der Ultrahand. Ich raste aus. Ich raste aus. Oh mein Gott. Na, was ich sagen wollte, ich glaube, dass Nintendo sehr daraus gelernt hat, dass ihre Breath of the Wild-Schreine alle komplett zerstört wurden und deshalb wahrscheinlich bei den jetzigen Schreinen sehr darauf geachtet hat, dass man die nicht zu krass kaputt machen kann. Und ich glaube, deswegen haben die Speedrunner hier kaum Möglichkeiten, schnell noch von A nach B zu kommen, weil das war ja in Breath of the Wild so krass. Also Windbombe, ohne Witz. Windbombing ist das Beste, was BOTW hätte passieren können, ohne dass Nintendo wollte, dass es überhaupt im Spiel ist. Windbombing erweitert die Breath of the Wild-Erfahrung so krass. Also wirklich, ich liebe Breath of the Wild für sein Windbombing. Das ist unglaublich. Das ist ein Movement-Feature, das so großartig ist, so viel Spaß macht und es war nicht von Nintendo gewollt überhaupt, dass es im Spiel ist. Und das fehlt halt hier in Tears of the Kingdom schon extrem und vor allem den Speedrunnern. Aber, Freunde, er ist wieder zurück. Er hat jetzt hier quasi seinen vierten Schrein mitgebracht, macht jetzt hier denselben Skip wieder, holt sich jetzt hier vorne seinen Herzcontainer. Na, da passiert nicht viel, öffnet jetzt die Tür, weil er genügend Herzcontainer hat. So, und kann jetzt vermutlich hier mit seinem... Ah, nee, noch nicht. Okay, ich dachte, er kann jetzt direkt mit einem Schildsprung rüber. Aber da beschwört er sich nochmal den Gleiter. Hier macht er jetzt den Schildsprung, genau. So, und dann triggert er hier die großartige Cutscene mit Prinzessin Zelda, wo man am Anfang noch so richtig verwirrt ist, was da los ist. So, und was macht er jetzt? Er richtet sich aus, da fliegt noch sein anderer Gleiter. Ja, moin. So, und was passiert jetzt? Er gleitet. Und... er dupliziert seine Rodonite. Okay, das wird er jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit machen. Ich vermute, er will direkt zum Schloss. Aber auf dem Weg zum Schloss dupliziert er jetzt seine Rodonite, da er wahrscheinlich mit den Bomben entweder gegen Ganon oder gegen seine Schattenarmee kämpfen wird. So, sein Gleiter verschwindet jetzt. Er hat sich jetzt einige Rodonite dupliziert. Es müssten, glaube ich, so roundabout 30 Stück gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, und jetzt landet er hier im Schlossgraben. Landet er jetzt in dem Wasser? Oder gibt es schon einen Fall Damage Cancel, von dem ich nichts weiß? Warte.
Es gibt einen Fall Damage Cancel. Den muss ich lernen. Den muss ich lernen. Ich meine, Fall Damage Cancel ist wirklich nur dann wichtig, wenn du noch keinen Gleiter hast. Ich meine, ansonsten ist dein Gleiter dein Fall Damage Cancel. Oh, was geht jetzt ab? Aber den will ich lernen. Der war in Breath of the Wild schon so cool. Bruder, was geht jetzt ab? Okay, jetzt macht er Dinge, die wir als normaler Spieler nicht könnten. Ich vermute, er versucht sich durch die Decke zu glitschen, oder? Er macht immer eine Attacke, dann rüstet er irgendwie sein Schild ab und dann zückt er wieder seinen Bogen oder so. Und oh mein Gott, dann kommt er durch die Decke. Holy fucking shit. Und jetzt ist er out of bounds und kann wahrscheinlich direkt zum Final Boss runter, oder? Oh shit. Mit einem kleinen, simplen Out-of-Bounds-Trick, Freunde, fliegen wir jetzt einmal komplett zum Final Boss runter. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie geil. Wie geil. Also, ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Ich glaube, er war in Slow-Mo, hat dann eine Zweihandattacke gemacht. Da hat er irgendwie kurz sein Ultrahand-Menü aufgemacht, also da, wo Ultrahand-Zeitumkehrer und so drin war. Direkt danach irgendwas in seinem Schild gemacht und dann wieder seinen Bogen gezückt. Und dadurch kann man, glaube ich, so an Höhe gewinnen und wahrscheinlich mit dem passenden Timing direkt durch die Decke glitschen, schätze ich. So, hier macht wieder seinen Voll-Damage-Cancel. Oh, aber er hat Damage bekommen. Okay, ich weiß nicht, ob das geplant war. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Scheint aber seinen Run auf jeden Fall nicht groß beeinflusst zu haben. Und jetzt stehen wir direkt unten auf der Final Boss Area, ja. Ja, krasser Scheiß. Und so schnell ist man beim Final Boss, Freunde, nach 34 Minuten. Holy shit. So, und jetzt nutzt er seine Rudonite. Okay, was genau tut er? Warte mal. So, also, er wirft einen Rudonit, ne? Er hält ihn in der Hand. Er wirft ihn. So, aber dann nutzt er kurz das Zeitmodul auf ihm, bevor er das nächste in die Hand nimmt. Warum nutzt er das Zeitmodul da drauf? Aus welchem Grund nutzt er das Zeitmodul? Also er entfesselt natürlich einen massiven Feuersturm über seinen Gegnern. Das ist sehr, sehr, sehr krass gemacht. So, und jetzt hat er auch sogar den Bossbock hier besiegt. Ne, er weiß ganz genau, wie viele er werfen muss. So, er nimmt jetzt hier das Bossbock-Horn mit. Okay. Das scheint dann wahrscheinlich für den Ganondorf-Fight wichtig zu sein. Das ist auch eine Frage, die ich mir seit Anfang anstelle. Wie zur Hölle will er Ganondorf besiegen? Also, ich hatte ja in meinem Playthrough, als ich schon mit viel Ausrüstung und allem drum und dran kam, hatte ich da ja auch schon Fettprobleme, ne? Ja, aber irgendwie, ne? Nutzt er das Zeitmodul, damit die irgendwie direkt runterfallen? Jetzt nimmt er sich hier so eine Gardehillebarde mit und nimmt sich noch eine mit. Und ein Exhalfosshorn. Okay, er hat jetzt zwei Lanzen noch. Und das Exhalfosshorn mitgenommen. Aber warum jetzt hier das Zeitmodul nutzt, Freunde? Das müsst ihr mir jetzt erklären. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, alle erscheinenden Gegner. Auch die fliegenden Gyptos. Und jetzt auch die Moblins, da habe ich euch rausgecuttet. Er hat einfach Rudonite geschleudert. Mehr ist da jetzt nicht passiert. Er hat keine Waffen oder so eingesammelt. Aber wie will er denn jetzt den Final Boss besiegen? Jetzt spawnen nämlich die Tempelbosse. Somit wird das Spiel einen quasi bestrafen, wenn man die Tempel nicht gespielt hat. Aber der Boss ist ihm egal. Er hüpft jetzt hier runter und versucht sich jetzt wahrscheinlich hier wieder in die Wand zu klippen, ne? Mit exakt dem gleichen Trick wie davor. Okay, das scheint ein absolut wichtiger... Das ist fast der einzige jetzt krasse Glitch, der genutzt wird. Aber das ist der wichtigste Glitch für so einen Speedrun, ne? Also, der hat ihn jetzt schon zweimal verwendet, um wo durchzuklippen. Und nutzt ihn jetzt zum dritten Mal. Der Speedrun ging voll fit. Wir sind nur am Anfang einmal aus der Intro-Sequenz rausgeklippt. Aber ich glaube, das kann man relativ gut lernen. Ansonsten wurde einfach nur sehr smart, wurde der Gleiter verwendet und viele kleine Tricks genutzt, die wir aber als normale Spieler auch alle hätten machen können. Und nur dieser Trick hier, mit dem ist es wohl irgendwie möglich, durch Wände zu kommen. Das scheint somit der einzige Trick zu sein, neben Duplizierung und sowas, der enorm wichtig zu sein scheint. So, jetzt wirft er hier sein Zweihandschwert mit dem Stein weg. Wie will er Ganon besiegen? Ich versteh's noch nicht. So, er nimmt sich seine Lanze. Jetzt passiert was. Er öffnet die Karte, zückt seine Hellebarde, öffnet die Karte,
zückt seine Hellebarde, öffnet die Karte, wirft die... Der. Bro, was? Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Also er dupliziert nicht. Weil er hatte immer genau gleich viel in der... Ich habe eine Vermutung. Okay, jetzt flüstert sogar noch das Boss-Bockhorn da drauf. Ich habe eine Vermutung, Chat. Ich sag schon wieder Chat, das ist so schlimm. Ich habe eine Vermutung, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass er das Spiel glauben lässt, dass er jetzt mehrere Lanzen gleichzeitig in der Hand hat. Ich kann mir vorstellen, dass er immer eine Lanze ausgerüstet hat, irgendwas gemacht hat und dann die Lanze wieder und wieder und wieder ausgerüstet hat. Okay, er weicht jetzt aus. Er müsste jetzt viel... Ja. LOL! Ich vermute, es ist eine reine Vermutung von mir, dass das Spiel denkt, dass er mehrere Lanzen gleichzeitig in der Hand hat. Und deshalb wird Ganon quasi pro Schlag von 10 Lanzen getroffen. Jetzt verliert Ganon nicht mal Leben. Okay, aber er scheint die Phasen zu skippen. Ein Flurry Rush reicht, um Ganon in die nächste Phase zu schicken. So, jetzt rastet Ganon doch nochmal aus und macht so, ich bin der krasseste von of all time. So, jetzt greift er Ganon an, genau, damit er ausweicht. Und dann müssen wir jetzt wieder einmal zur Seite hüpfen, genau, und dann greifen wir wieder an, ne? Und das war's mit seinem Leben. What the fuck? Ey, Ganondorf hat mir so auf die Schnauze gegeben. Und er tötet ihn einfach in 1 Minute 20, ohne auch nur ein Leben zu verlieren. What the hell? Ja, und jetzt sind wir auch schon im cinematischen Finale. Das war quasi der Run. Also, ich vermute, er wird jetzt noch in irgendeiner optimalen Art und Weise das Finale spielen. Aber das war ja auch schon in Breath of the Wild so, dass in diesem cinematischen Finale, da, das ist ja alles geskriptet. Da ist ja nicht mehr viel mit echtem Gameplay und was weiß ich. Das soll ja einfach nur noch ein episches Finale darstellen. Und ich vermute, genau das wird jetzt hier an der Stelle auch passieren. Wie das Cutscene, die man nicht skippen kann. Aber, ich meine, der Kampf ist, glaube ich, noch mal ein bisschen komplexer als der in Breath of the Wild am Ende. So, also, Leute, Link hat das Master Sword. Seht ihr das? Link hat jetzt die Lanze und das Master Sword in der Hand. Kriegt man vom Spiel das Master Sword geschenkt? Ach klar, natürlich. Natürlich. Weil man ja auf dem goldenen Drachen, also auf Zelda spawnt. Und da ist ja das Master Sword drin. Und dann scheint Zelda einem das Master Sword einfach zu schenken. Ah, krass. Das ist ja spannend, dass man auf keinen Fall das Spiel ohne das Master Sword beendet. Wow, okay, wusste ich auch nicht. Aber dann, wenn man ohne Master Sword ins Finale geht, dann schenkt es einem Zelda. Und dann muss man es nicht aus ihrem Kopf ziehen. So, und jetzt hat er 2 der 4 Augen kaputt gemacht. Und ich vermute, er wiederholt dieses Prozedere jetzt einfach nochmal. Ne? Er macht das eine kaputt. Er hat jetzt hier sein Exalfos-Horn dran gepackt. Zückt jetzt hier in der Luft den Gleiter. Genau. Und dann fliegt er quasi auf die andere Seite. Das ist, ihr müsst euch das auch nochmal vorstellen, ne? Wir haben an der Stelle noch keinen Hängegleiter. Also Link kann nicht X drücken, um seinen Gleiter zu zücken. Dieser gesamte Run findet ohne den Para und ohne das Parasegel statt. Das ist so krass. Das ist so krass. Und jetzt hat er alle Augen vernichtet und muss jetzt einfach nur noch auf seinen Schädel springen und den Run beenden. Absolut krass. Absolut krass, Freunde. Und so wird Tears of the Kingdom in kürzester Zeit zerstört. Ich bin massiv beeindruckt. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Breath of the Wild zerstört wird, falls ihr euch noch keinen BOTW-Run angeguckt habt und ihr habt Blut geleckt, klickt hier oben. Ansonsten verlinke ich euch unten noch einen anderen Speedrun, der auch krass ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.